Am Deutschen Eck in Koblenz hat der Rhein die Hälfte seines Weges zur Nordsee hinter sich. Hier mündet die Mosel in den Rhein, sein größter deutscher Nebenfluss. Dank vieler Zuflüsse ist der Rhein an diesem Abschnitt bereits ein starker Strom. Die Festung Ehrenbreitstein im Mittelrheintal bei Koblenz. Zeugnis des 700 Jahre währenden kurtrierischen Machtzentrums am Rhein. Die Orte dies und jenseits des Ufers im Mittelrheintal sind Touristenmagnete. Mehrmals am Tag spuckt der Boden hier bei Andernach Wasser aus. Der größte Kaltwassergeysir der Welt. Wie bei einer geschüttelten Mineralwasserflasche sprudelt Kohlendioxid aus der Erde und zieht dabei Grundwasser mit. Ganz in der Nähe, in der Vulkaneifel, liegen auch Deutschlands jüngste Vulkane. Die letzten Ausbrüche sind gerade mal 11.000 Jahre her. In Linz am Rhein ist niemand deswegen besorgt. Hier verbinden seit über 500 Jahren Fähren das rechte und das linke Ufer. An geschäftigen Tagen geht es 160 Mal hin und her. Mindestens 7 Berge passiert der Rhein vor Bonn. Unter ihnen reicht der Drachenfels am weitesten an den Rhein heran. Der Drachenfels mit Schloss Drachenburg ist ein beliebtes Ausflugsziel am nördlichen Ende des Mittelrheins. Der Sage nach soll auf dem Berg ein Drache gehaust haben. Hier befindet sich auch das nördlichste Weinanbaugebiet am Rhein. Auch der Petersberg gehört zum Siebengebirge. Hier unterzeichnete 1949 Bundeskanzler Adenauer das sogenannte Petersberger Abkommen. Der Beginn der jungen Bundesrepublik Deutschland. 41 Jahre lang war Bonn die Hauptstadt der Westdeutschen. Nach der Wiedervereinigung zog die Regierung um nach Berlin. Inzwischen haben hier nahe des Bonner Rheinufers zahlreiche UN-Organisationen und auch DAX-Unternehmen ihren Sitz. Durch das Zusammentreffen von mehreren großen Verkehrsadern ist Bonn, nicht nur durch den Frachtschiffverkehr, die lauteste Stadt in NRW, die viertlauteste in Deutschland. Abseits vom Lärm hat sich eine neue Sportart auf dem Rhein etabliert, das Stehpaddeln. Für die Stehpaddler ist es ein großes Abenteuer, zwischen den Schiffen hindurch schnell den Rhein zu überqueren, um in dem Nebenflüsschen gegenüber, der Sieg, ruhig weiter zu paddeln. Ein Stückchen weiter flussabwärts liegt ein weiterer Industriepark am Rhein, Wesseling. Die Chemiewerke und Erdölraffinerien kann man je nach Windrichtung schon vom Rhein her riechen. Die Jetski-Fahrer zwischen Wesseling und Köln stört das nicht. Doch gelten wegen der vielen Frachtschiffe, Tanker und Ausflugsdampfer strenge Verkehrsregeln. Die schnellen Jetskis dürfen daher nur in einem 500 Meter langen Abschnitt fahren. Ganz gemütlich wie eine kleine Arche mutet dagegen das Crocolino an. Eine kleine Fähre, die in Sommermonaten im Kölner Süden den Rhein überquert. Eine Fähre nur für Radfahrer und Fußgänger.
Mit rund 1 Million Einwohnern ist Köln die größte Stadt am Rhein. Vor mehr als 2000 Jahren gegründet von den Römern. Die neuen markanten Kranhäuser nehmen mit ihrer eigenwilligen Form die hafentypische Kranform auf und bilden einen spannungsreichen Kontrast zu den unter Denkmalschutz stehenden, benachbarten, ehemaligen Hafengebäuden. Heute eine exklusive und teure Wohngegend zwischen Rhein und Stadtzentrum. Nur einen Steinwurf vom Rhein entfernt, der Kölner Dom. Meisterwerk der Gotik und schönster Aussichtspunkt der Stadt. Als ewige Baustelle wird er bezeichnet. Wenn der Dom fertig wird, geht die Welt unter, sagt der Kölner Volksmund. Direkt neben dem Dom ein weiteres Kölner Wahrzeichen, die Hohenzollernbrücke. Sie ist Ziel unzähliger Pärchen, die hier ihre Liebe mit einem Vorhängeschloss symbolisch festmachen. Anschließend werfen sie den Schlüssel in den Rhein. Die Seilbahn an der Zoobrücke wurde für die Bundesgartenschau 1957 gebaut. Vielleicht Kölns sicherstes Verkehrsmittel, denn seit über 60 Jahren unfallfrei. Hinter Köln hat sich wieder die chemische Industrie breit gemacht. Im Dormagener Chemiepark arbeiten mehr als 9000 Beschäftigte im Bereich Arzneimittel, Kunststoffe, Pflanzenschutz. Den Anfang machte 1864 eine Zuckerfabrik. Nahe am Rhein die Bay-Arena, Heimat des Fußballclubs Bayer 04 Leverkusen. Übrigens eine 100%ige Tochter der Bayer AG. Von Leverkusen geht es den Niederrhein abwärts nach Düsseldorf. Die Düsseldorfer sind stolz auf ihre 7 Rheinbrücken, die den 42 Kilometer langen Rheinabschnitt an und um Düsseldorf überbrücken. Die Flehrbrücke hier hat die größte Spannweite aller Schrägseilbrücken in Deutschland. Der Rhein ist eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen Europas. Die Frachtschiffe dürfen keinen großen Tiefgang haben, sonst laufen sie mit schwerer Ladung bei Niedrigwasser auf. Weniger Wasser, weniger Ladung. Ist Niedrigwasser, gibt es zum Ausgleich den Kleinwasserzuschlag. Binnenschiffer leben während ihrer Arbeitszeit nach wie vor auf dem Wasser, 2 Wochen am Stück. War es allerdings früher ein Beruf nur für Männer, haben heute auch ein paar Frauen das Kapitänspatent auf dem Rhein. Der Wassertransport lohnt sich vor allem für Schüttgüter wie Getreide oder Kohle. Düsseldorf, die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens und Schöne am Rhein, erreicht in Umfragen immer wieder gute bis sehr gute Bewertungen in puncto Lebensqualität. Was sicherlich auch an der privilegierten Flusslage festzumachen ist. Die Wiesen auf der linken Flussseite sind in Frühjahr und Herbst in der Hand von Kitern, die sich auf Skateboards von Lenkdrachen ziehen lassen. Der Düsseldorfer Hafen. Heute heißt er Medienhafen. Ähnlich wie in Köln hat modernes Design Silos und Lager ersetzt.
Star-Architekten haben hier ihre Visitenkarten hinterlassen. Ein Wohn- und Büroquartier für Werbung, Kunst und Medien. Die bekanntesten Gebäude sind drei windschiefe Häuser von Frank Gehry am neuen Zollhof. Erst als Blechdosen verspottet, sind sie mittlerweile Anziehungspunkt der Düsseldorfer. So viel Glas hat seinen Preis. An diesem Hochhaus in der Innenstadt müssen regelmäßig alle 3000 Fenster überprüft werden. Bei Sturm sind hier schon Scheiben rausgefallen. Den wohl spektakulärsten Blick gibt es von 170 Metern Höhe, vom Drehrestaurant im Düsseldorfer Rheinturm. Weiter rheinabwärts sieht man sie, einst Sinnbild des Ruhrgebiets, die qualmenden Schlote von Duisburg. Heute eher Relikte längst vergangener Zeiten. Doch bei ThyssenKrupp arbeitet noch einer der letzten Hochöfen. Wie in einer Höllenküche ergießt sich die 1500 Grad heiße Schlacke in ein Abkühlbecken. Ein Nebenprodukt der Stahlherstellung aus dem Hochofen. Schlacke wird unter anderem zur Produktion von Zement gebraucht. Fünf Millionen Tonnen Rohstahl produziert dieses Hüttenwerk im Jahr. Das sind 12% des gesamten deutschen Stahls. Das Unternehmen hat sogar eine eigene Rheinfahrtabteilung. Inzwischen aber hat China den Deutschen den Rang als größter Stahlproduzent der Welt abgelaufen. Seitdem ist dort die Luft schlechter und am Rhein besser. Gut zu sehen, der neue Abgaskamin von ThyssenKrupp ist fast so hoch wie der Kölner Dom. Hochgezogen in nur 30 Tagen. Nahezu chinesische Maßstäbe. Mit modernster Umwelttechnik wird weitergearbeitet. In Sichtweite des Stahlwerks liegt die Rheinauer Ehingen. Sie steht unter Naturschutz. Auf einem nahen Bauernhof werden Lamas und Alpakas gezüchtet. Die seidige Rohwolle von Lama und Alpaka ist gefragt. Die Tiere sind einfach zu halten und genügsam. Duisburg entstand vor über 1000 Jahren. Händler und Reisende kamen hier sicher über den Rhein, denn es gab in Duisburg eine Furt. Erst sehr viel später, im 19. Jahrhundert, wurde der Zusammenfluss von Rhein und Ruhr Kernstück für die Industrialisierung des ganzen Landes. Und Duisburg zum Tor des Ruhrgebiets. Und größter Binnenhafen der Welt, mit Seehafenstatus. Bis heute ist jeder 10. Duisburger Arbeitsplatz im Hafen angesiedelt. Auf einer künstlich angelegten Halbinsel wird Altmetall gesammelt. Autos, Toaster, Schiffsteile, alles wird sortiert und aufbereitet. Auf Europas größtem Schrottplatz wird aus Müll wertvolles Recyclingmaterial. 10 Millionen Tonnen pro Jahr.
in Hochöfen eingeschmolzen. Die Abnehmer? Boomende Industrien Asiens, vor allem Indien und China. Ein Teil des Duisburger Binnenhafens wurde in den 1990er Jahren zum Szeneviertel umfunktioniert, mit Eigentumswohnungen und Büros. Den Masterplan dafür entwarf der britische Star-Architekt Norman Foster. Hinter Duisburg verändert auch der Rhein sein Gesicht und wird zum grünen Niederrhein. Mittendrin reiht sich Kraftwerk an Kraftwerk. Sie nutzen das Rheinwasser zur Kühlung. Der neue Kühlturm des Heizkraftwerks Walsum aber macht hier gerade Pause. Im Dienste des Hochwasserschutzes am Deich halten Schafe das Gras kurz und stampfen den Boden fest. Experten sind sich einig. Zur Stabilisierung der Deiche gibt es bis heute nichts Besseres. Wenn der Rhein Hochwasser führt, werden Wiesen und Wälder überschwemmt. Zurück bleiben Feuchtflächen wie die Rheinaue Walsum. Hier leben vom Aussterben bedrohte Vogelarten, zum Beispiel Fischadler und Weißstorch, bei steigender Population und Millionen Mücken. Und so wie die Mücken die Fische anlocken, locken die Fische die Angler an. Besonders Fliegenfische, wie hier im Naturschutzgebiet Rhein-Vorland. Am Orsäuer Sand dagegen geht es zu wie auf einer Seewiese im Allgäu. Vieh vor Flusskulisse. Im Ruhrgebiet und am Niederrhein kein seltener Anblick. Die neue Brücke bei Wesel wurde gleich neben das alte Modell gesetzt. Die alte Brücke war ursprünglich als Behelfsbrücke gebaut worden und hat als Provisorium stolze 60 Jahre bestanden. Gleich dahinter ein weiteres Relikt, die Weseler Eisenbahnbrücke. 1945 war sie die letzte Rheinbrücke in deutscher Hand. Damit die Alliierten sie nicht einnehmen konnten, wurde sie von der Wehrmacht gesprengt. Übrig blieben allein die Brückenstümpfe. Weiter flussabwärts passiert der Rhein Deutschlands größte Feriensiedlung. Auf der Grafinsel gibt es am Ufer des Altrheins mehr als 3000 Stellplätze, Bootsanleger und Tausende von Dauercampern. Direkt gegenüber, in den Auen der Bislicher Insel, tummeln sich Haubentaucher, Kormorane und Reiher.
Unbeeinflusst vom menschlichen Siedlungsdrang blieb hier das alte Flussbett erhalten, das der Strom vor rund 800 Jahren selbst geschaffen hat. Große Teile der Wasserflächen sind aber auch dem Kiesabbau zu verdanken. In den Wintermonaten bevölkern bis zu 30.000 Wildgänse die Flussaue. Auch die Graugans ist hier seit den 1960er Jahren heimisch. Seit der Rhein nicht mehr als Kloake für Industrieabwässer herhalten muss, haben sich die Fischbestände erholt. Viele Arten, die aus dem Rhein verschwunden waren, sind nun wieder da. Ein Dutzend Berufsfischer gibt es noch am Niederrhein. Die Wasserqualität sei so gut wie seit über 100 Jahren nicht mehr, sagen sie. Aale und Brassen fangen die Fischer regelmäßig in den Reusen. Auch Lachs, Hecht, Wels und Zander. Bei Rheinkilometer 823 liegt Xanten. Die Ruinen im archäologischen Park zeugen vom Leben der Römer. Wo heute Touristen schlendern, kämpften früher Gladiatoren. 400 Jahre lang prägten die Römer das Leben hier am Niederrhein. Das heute kleine Xanten gehörte neben Köln damals zu den wichtigsten Städten im Römischen Reich nördlich der Alpen. Der römische Geist aber lebt im Herzen der Stadt weiter. Der Dom wurde aus den Steinen der ehemaligen Römersiedlung errichtet. Der Xantener Südsee, ein Wasserpark. Hier kann man ohne Wind und Wellen wakeboarden. Es gibt sogar Schlepplifte. Kurz vor dem Grenzübertritt in die Niederlande hat der Rhein zwei Drittel seines Weges hinter sich gebracht. Der Strom nimmt deutlich an Breite zu und wird, wie hier bei Rees, langsam gefährlich. Die alte Reeser Stadtmauer aus dem Mittelalter kann dem Druck kaum mehr standhalten. Früher zählte die Stadtbefestigung zu den bedeutendsten am Niederrhein. In Kalka baute man einst ein Atomkraftwerk, das über 3 Milliarden Euro kostete, aber nie ans Netz durfte. Ein Rückbau schien zu teuer. Stattdessen baute ein Niederländer den schnellen Brüter um, zu einem Freizeitpark. Ein paar Kilometer flussabwärts, in den Schlingen des Bienener Altrheins. Hier kämpft die Trauerseeschwalbe um Nachwuchs.
Naturschützer helfen ihr mit künstlichen Nestern auf die Sprünge. Die längste Hängebrücke Deutschlands, bei Rheinkilometer 825. Die Golden Gate Bridge vom Niederrhein. Sie verbindet die Landkreise Kleve und Emmerich. Der Rhein ist hier stolze 400 Meter breit. Emmerich ist die letzte deutsche Rheinstadt vor den Niederlanden. Örtliches Prunkstück ist die 2007 neu eröffnete Promenade. 9 von 10 Häusern Emmerichs wurden im Zweiten Weltkrieg an nur einem einzigen Tag von britischen Bombern zerstört. Die Lage am Rhein hatte Emmerich einst im Mittelalter reich gemacht. Die Stadt war Mitglied der Hanse. Doch neben dem Wohlstand brachte der Fluss immer wieder auch gefährliche Hochwasser. Die Zeiten aber, in denen das Rheinhochwasser die gesamte Stadt überflutete, sind vorbei. Mit einer Höhe von bis zu 18 Metern ist die Promenade zugleich ein Schutzwall vor den Fluten. Kurz hinter Emmerich wird der Rhein zum Niederländer. Er hat nur noch 165 Kilometer bis zur Mündung in die Nordsee vor sich. Bis zur Nordsee wird der Rhein noch mehrfach umgetauft. Und nicht nur seinen Namen, sondern auch an Kraft verlieren. Der mächtige Strom teilt sich. Der linke Arm heißt nun Waal, der rechte Panadensch-Kanal. Das Flussfort Panaden wurde vor über 140 Jahren an die erste Rheingabelung gebaut, um Eindringlinge aus Deutschland abzuwehren. Nur einmal wurde die Festung erobert, im Jahr 2000, durch Jugendliche als Partygag. In der Millinger Wart südlich davon gibt es Sandbuchten, natürliche Rückstaubecken und Auenwiesen. Hier leben kleine Wildpferde, eine Ponyrasse, die noch die Erbeigenschaften früherer Pferderassen hat. Die Vorfahren dieser sogenannten Konix stammen aus den osteuropäischen Steppen. Durch ihren Hunger und ihre Hufe sorgen die Konix dafür, dass die Auen nicht zuwachsen. Der Mensch greift nur im Krankheitsfall ein. Noch vor gut 20 Jahren bewirtschafteten Bauern in der Millinger Wart Äcker. Heute ist sie, auch dank der Konix, einer der letzten großen Naturräume der Niederlande. Gleich hinter der Grenze liegt die Hansestadt Nimwegen. Die Stadt bezeichnet sich als älteste der Niederlande. Ähnlich wie Koblenz wurde die Stadt vor über 2000 Jahren von den Römern gegründet, als Militärlager. Nur rund 15 Kilometer nördlich von Nimwegen liegt Arnheim, am nördlichen Rheinarm. Beide Städte fallen mit ihren Wassersiedlungen auf. Neue Wohnformen am Fluss. Der Rosandepolder zum Beispiel ist ein ehemaliger Baggersee direkt neben dem Rhein.
Holzhäuser auf dem Wasser sind in den Niederlanden mittlerweile sehr beliebt. Sicherlich auch als Folge des steigenden Meeresspiegels. Hier am Rosandepolder leben heute 44 Familien, die statt eines Autos ein Boot haben. Oder auch beides. Das Land zwischen den Flussarmen ist wertvolles Weide- und Wohnland. In den letzten Jahrhunderten trotzten es die Niederländer dem Wasser ab, zu einem hohen Preis. Die Wiesen sind feucht. Ohne ständige Entwässerung wäre alles überflutet. Windmühlen treiben die Schöpfräder an, die Grund- und Regenwasser aus den Wiesen pumpen und in den nächsten Kanal befördern. Der vom Rheinwasser überschwemmte Boden zählt zu den fruchtbarsten in Europa und macht die Betüwe zum Obstgarten der Niederlande. Vor allem Äpfel wachsen auf den riesigen Plantagen und werden weltweit exportiert. Viele Kanäle, das bedeutet auch viele Brücken. Rund 1000 Klappbrücken im Land. Schiffe genießen Vorfahrt. Utrecht ist ein Beweis dafür, wie weit der Rhein über die Jahrhunderte durchs Land gewandert ist. Sein Flusslauf hat sich von Utrecht wegbewegt. Vor 500 Jahren floss der Strom noch direkt durch die Stadt und machte Utrecht zu einem wichtigen Handelsplatz. Jetzt liegt das Rheinufer aber 10 Kilometer entfernt vom Stadtzentrum. Die Anbindung zum Rhein funktioniert dennoch über Kanäle. Als sich der Rhein ein neues Bett suchte, kanalisierten die Bewohner den ursprünglichen Flusslauf. Über die alte Gracht beliefert das Bierboot wie früher jene Kneipen, die über Land und Straße schwer erreichbar sind. Ein Drittel der Niederlande liegt unter dem Meeresspiegel. Die 19 Mühlen von Kinderdijk erzählen vom Kampf der Bewohner gegen die Natur. Schon damals, im 18. Jahrhundert, wurden die Mühlen gebaut, um die Polder direkt in den Rhein zu entwässern. Heute übernehmen automatische Schöpfwerke diese Aufgabe. Die Erhaltung und Ausweitung ihres Lebensraums hat die Niederländer über die Jahrhunderte zu Spezialisten im Wasserschutz werden lassen. Schäfer sind täglich im Einsatz, um die Deiche zu schützen. Die Schronebeker sind eine alte holländische Rasse und man schätzt sie sehr. Als natürliche Rasenmäher mit systembedingt integrierter Düngung.
kurz vor der Nordsee, am südlichen Rheinarm. Hier fließt der Rhein nun durch ein Labyrinth aus Bächen und Seen. Zusammen bilden sie ein riesiges Brackwassergebiet, das sich im Wechsel der Gezeiten der Nordsee zu einer einzigartigen Naturlandschaft formte. Sie wird heute als Nationalpark geschützt. Ein anderer Teil des Wassers sammelt sich im Fluss Nord, auf dem die Binnenschiffe ihren Weg Richtung Rotterdam fortsetzen. Vorbei an Dordrecht, das seinen Wohlstand ebenfalls dem Fluss zu verdanken hat. Über 1000 original erhaltene Bauwerke aus dem Mittelalter zeugen davon. Weiter nördlich vereinigt sich die Nord mit dem Leck und strömt mit voller Kraft als neue Maas nach Rotterdam. Drei Namen und doch immer noch der gute alte Rhein. Das Wahrzeichen Rotterdams, die Erasmusbrücke. Wegen ihrer Form auch Weißer Schwan genannt. Unter der Brücke hat der Rhein genau 1000 Kilometer hinter sich, gezählt ab Konstanz. In Rotterdam fällt der Blick sofort auf die Kubushäuser. Die Bewohner der 1984 gebauten Quader müssen bei der Innengestaltung sehr kreativ sein. Alle Wände sind schräg. Eine Touristenattraktion, der schwimmende Bus. Kilometer weiter ist der Hafen von Rotterdam noch immer nicht zu Ende. Auf den letzten Metern vor der Nordsee wird es an den Ufern des Rheins noch mal richtig geschäftig. Jede Woche gehen hier 140.000 Container durch. Die tiefe Fahrrinne von 24 Metern ermöglicht das Anlaufen auch der größten Schiffe der Welt. Sie werden von einer Armada von Schleppern an der kurzen Leine gehalten, um sie an den Liegeplatz zu bugsieren. Alle Schiffe mit über 70 Metern Länge benötigen zudem einen Lotsen. Er wird sie sicher an den Untiefen des Hafens vorbeileiten. Der Aufschwung des Hafens Rotterdam begann mit der Industrialisierung des Ruhrgebiets in Deutschland. Der Rhein spielt bis heute dabei eine entscheidende Rolle. Die Waren aus Übersee können über den Rhein schnell nach Deutschland transportiert werden. Und umgekehrt. Heute werden pro Jahr 7 Millionen Container umgeschlagen. Das ist Rekord in Europa. Die beiden Ölplattformen sollen im Hafen von Rotterdam für ihren Einsatz auf hoher See vorbereitet werden. Rotterdam ist der größte Seehafen in Europa und der weltweit größte Ölhafen. Etwa die Hälfte des Öls, das in Deutschland verbraucht wird, kommt zunächst mit Tankern. Dann geht es weiter durch die Rotterdam-Rhein-Pipeline nach Wesseling bei Köln. Musik
Auf dem Weg in die Nordsee fließt das Rheinwasser vorbei am letzten Bollwerk. Diesmal nicht gegen die Hochwasser des Rheins, sondern gegen die Sturmfluten der Nordsee. Dann werden die Tore der Maaslandsperre geschlossen und schützen so das Hinterland vor Überschwemmungen. Der Rhein ist nun gleich an seinem Ziel. Wie ein sanfter und ein wenig kraftloser Riese wird er schon von Ebbe und Flut geführt. Nach 1239 Kilometern vom Thomasee in der Schweiz über Deutschland bis Rotterdam taucht Vater Rhein hier ab in das Wasser der Nordsee.